Im alten Griechenland waren Schauspieler immer Männer und ihre Rolle wurde durch das Tragen einer Maske deutlich. Auf den Maskenbällen in Venedig konnte die eigene Identität sehr gut verborgen bleiben. Mit Masken waren auch geheime Geschäfte möglich. Und selbst der Henker trug während der Ausübung seines Berufs eine Maske und konnte so doch zu Hause ein liebevoller Vater und Ehemann sein. Doch Rettung naht. Bringen wir Ordnung in unsere neuronalen Chaostage. Hier ist Wohlenbergs heile Welt. Liebe Kollegen und Kolleginnen, das Symbol der Pandemie ist die Maske. Eigentlich ein Mund-Nasenschutz. Das Ziel ist es ja nicht, die eigene Identität zu schützen, so wie bei den griechischen Schauspielern, den venezianischen Tänzerinnen und dem Ku Klux Klan. Aber wenn man der Aerosole Herr oder auch Dame werden will, dann muss man sich schon mal so einen Rotzlappen vors Maul klemmen. Leider beschlägt dabei dauernd die Brille. Und wie soll man da arbeiten? Das Beschlagen der Brille zeigt übrigens, dass sie nicht ganz dicht sind. Also die Masken. Gerade FFP2-Masken sitzen oft nicht gut. Ein Test der Stiftung Warentest ergab, FFP2-Masken sind für menschliche Gesichter nicht geeignet. Der eine hat zu dicke Backen, der andere hat eine zu lange Nase. Und meistens sieht es sowieso scheiße aus. Allerdings, und auch das haben wir gelernt, ist wenig Schutz immer noch besser als gar keiner. Und die liebevoll selbstgenähten Stoffmasken deuteten doch durchaus an, dass da hinter dem bunten Blumenvlies eine sehr eigene Persönlichkeit atmet. So bunt die Maske, so bunt die Gesellschaft. Dass im Supermarkt nur noch medizinische Masken erlaubt sind, ist schon deshalb sowohl aus ästhetischen als auch aus soziologischen Gründen bedauerlich. Freut aber die professionellen Maskennäher und Maskennäherinnen und die Maskennähmaschinen. Denn an der Maske lässt sich verdienen. Und wo Profit lauert, ist die Politik nicht weit. Das bayerische Gesundheitsministerium bestellte im Frühjahr 2020 1,5 Millionen Masken für 10,60 € das Stück. Ein stolzer Preis für so einen kleinen Fetzenstoff. Das bayerische Gesundheitsministerium verweist aber auf die Gesetze des Marktes. Und unter Kenntnis des obersten Marktgesetzes, hohe Nachfrage plus geringes Angebot ist gleich sehr hoher Preis, haben hochrangige CSU-Politiker und Politikerinnen beim Maskenkauf vermittelt. Die Tandler-Tochter, die Strauß-Tochter Hohlmeier und der Staatssekretär Meier ohne Hohl. Ja, die haben dann tatsächlich einen sehr hohen Preis erzielt. 10,60 € das Stück. Der Bundestagsabgeordnete Georg Nüsslein, auch CSU, soll übrigens 650.000 € Provision für einen Deal mit dem Bundesgesundheitsministerium bekommen haben. Man spricht schon vom Nüsslein-Notopfer. Nüssleins Immunität ist aufgehoben worden. Das ist in Zeiten einer Pandemie nicht gesund. Dass da jetzt vor allem die FDP in Person von Marco Buschmann steil geht und sogar nach einem Lobbyregister für den Bundestag twittert, ist verständlich. Denn es war doch Christian Lindner, der damals die Gesetze des Marktes persönlich aus dem Keller der Theodor-Heuss-Akademie in Gummersbach geklaut hat, als er da noch Hausmeister war. Profit aus den Gesetzen des Marktes schlagen, das war bisher die Kernkompetenz der FDP und besoffen Autofahren die der CSU. Aber auch hier muss man wohl umdenken. Übrigens, das hier ist eine Maske der Uniklinik Köln. Die stellen die einfach selber her, seit einem halben Jahr. Ach übrigens, kennen Sie jemanden, der Schnelltests herstellt? Ja, die Nachfrage ist total groß. Spucktest. Ja, zum Beispiel. Mir ist jetzt schon so ein bisschen blümerant. So. Ja.